2016 wurden in Duisburg über 550 Frauen Opfer schwerer Körperverletzung. Die Polizeikommissare Michael Smolik und Stefan Novell treffen jetzt auf eine brutal niedergeschlagene Frau. Die Wache hat deshalb bereits einen Rettungswagen zum Tatort geschickt. Stefan, die Tür ist offen. Ja. Müssen wir mal schauen, vielleicht nicht, dass da doch noch irgendwas ist. Hallo, die Polizei? Ja, bitte, schnell, sie ist verletzt. Ich hab sie so gefunden, ich bin gerade erst heimgekommen und... Ganz ruhig. Das Opfer ist zwar ansprechbar, aber noch nicht vernehmungsfähig. Bei der Befragung der Melderin erfahren die Polizisten maßgebliche Details über den Täter und den Tathergang. Was ist denn passiert? Ich bin gerade erst heimgekommen und ich habe sie gefunden. Ja. So, der Kleine sagt nur irgendwas von, es war ein maskierter Mann und mit Affenmaske und böser Stimme. Gerade aktuell? Ja, ja. Das kann sein, dass er sich auch hier im Haus aufhält. Da müssen wir direkt schauen, ne? Okay. Wir gehen gleich. Sicher erstmal hier. Wer sind Sie überhaupt? Ich bin die Frau Yvonne Mahler, ich wohne hier. Meine Freundin wohnt aktuell ist bei mir. Ist das Ihr Kind? Nein, das ist ihr Sohn. Okay. Sie wohnt aktuell bei mir, weil ihr Ex, ich würde jetzt sagen, ziemlich Schläger, ist jetzt ist sehr aggressiv zu ihr und sie ihr möchte Ex. Sich auch trennen. Okay. Ja? Ist irgendjemand noch im Haus? Ist denn das? Ich bin gerade erst reingekommen, also. Erst als die Versorgung des Opfers durch die Sanitäter gewährleistet ist, nehmen die Beamten die Suche nach dem Täter auf. Da er sich nicht mehr in dem Haus befindet, wollen sie mehr Informationen über den gewaltbereiten Ex-Mann erhalten. Also noch mal ganz kurz in Ruhe. Sie haben irgendwas erzählt von Ihrem Ex-Mann? Er könnte schon der potenzielle Täter sein. Das könnte man schon in Erwägung ziehen. War er in der Vergangenheit schon mal gewalttätig? Ja. Haben Sie da einen Namen? Mirko... Ich hab's total vergessen. Okay. Alles klar. Sonst noch irgendeine andere Person, mit denen sie Probleme hat, Schulden, Streitereien, Freundschaft, Familie oder sowas? Mein Nachbar, der ist im Moment ein bisschen... Ihr Nachbar? Ein bisschen, ja, ich würde jetzt sagen, ein bisschen entzürnt, weil ich jetzt da mit dem Kleinen, der macht schon ein bisschen Spiel draußen, im Ball etc. Und, Das ist ja jetzt nichts Schlimmes. Aber ansonsten... Nachbarschaft steckt man halt nicht drin, ne? Ja, genau. Aber ansonsten, ich weiß es halt nicht. Aber ist jetzt die Situation für den... Ja, ist alles okay, Schatz. Ja. Alles okay. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, wie es weitergehen soll. Also ich muss heute noch arbeiten gehen und was machen wir mit dem Kleinen? Okay, also ich kann den auf keinen Fall zu dem Ex bringen. Das mache ich nicht. Das machen wir auch nicht. Wir werden wahrscheinlich das Jugendamt verständigen, Stefan. Gehe ich auch davon aus. Ich habe über die Leitstelle dann das Jugendamt verständigt. Das war in diesem Fall nötig, da die Mutter des Kindes nicht in der Lage war, sich um das Kind zu kümmern, da sie eben verletzt war. Der Mann bzw. der Vater des Kindes ist Verdächtiger in diesem Fall, hat Gewalttaten begangen. Der kommt auch aus dem Spiel und deswegen das Jugendamt, damit sich das um das Kind kümmert. Wer ist das hier? Kennen Sie den Herrn hier bei Ihnen im Garten? Das ist mein Nachbar. Das ist Ihr Nachbar? Das ist mein Nachbar. Warum ist der hier in dem Garten? Weiß ich nicht, vielleicht Ecke. Oder vielleicht sucht er mal. Okay. Jungs, was ist mit ihr? Hallo, guten Tag. Ist so ein bisschen unklar. Sie hat eine Platzwunde am Kopf, ist niedergeschlagen worden, war auch bewusstlos, ist jetzt aber wieder... Okay, ihr kümmert euch, wir gehen raus zu unserem Rettungswagen. Wir warten auf den Moment. Alles klar, danke schön. Stefan, alles klar? Ja, ich hab den mal hierher gerufen. Okay. Kommen Sie mal hier zu mir. Sei hier. Guten Tag. Guten Tag. Wer sind Sie? Die Polizei, wer sind Sie? Ich bin der Nachbar, ich bin der Herr Heim, der Nachbar von der Yvonne. Ich war gerade ein bisschen am Hecker auslichten und geguckt, ob alles so ein bisschen passt. Ja. Und wollte den Ball zurückbringen, weil die Tage war hier Kindergeburtstag. Und die Kinder, die machen hier alles kaputt, zertreten die Pflanzen, man pflegt hier alles. Und was machen Sie dann hier in fremder Leuts Gärten? Ich meine... Nochmal, ich bin der Nachbar von der Frau Heim. Ja, das habe ich schon verstanden. Ja. Genau. Und ich wollte nur gucken, dass das passt von der Hecke. Wir teilen uns ja das zusammen. Ach so, okay. Aber also, heißt das, Sie dürfen hier in den Garten sein? Ja, wir machen das mal. Stimmt das so? Ja? Ja, prinzipiell. Man möchte ja auch Frieden. Ja, Yvonne, warum ist denn... Ja, kurze Frage. Was ist denn... Naja, ich sagte ja gerade, ich habe die Hecke geschnitten und habe mich leider geschnitten. Mhm.
Und naja, nicht so schlimm, aber... Ja. Es war ein bisschen seltsam. Der Mann hat ein wenig gezittert. Für uns als Polizei ist es hier oder liegt es hier an der Ordnung zu erkennen, handelt es sich hier bei der Nervosität der Person um eine reine Grundnervosität oder ist es doch eher aufgrund dessen, dass die Person hier eine Straftat begangen hat. Darf ich mir das Ganze mal anschauen? Bitte schön, ja. Sie haben die Hecke geschnitten und... Genau. Mhm. Da ist noch Blut mit dran. Ja klar, natürlich von dem Schnitt hier. Das ist das Dunkle, das ist gut. Das haben Sie mal einen Ausweis irgendwie in die Richtung, dass wir mal Ihre Personalien feststellen können? Mal schauen, ja, wie irgendwie ein Fahndungssystem bei uns einliegen. Ja, das ist Folgendes, die Nachbarin ist nämlich drin zusammengeschlagen worden. Wie bitte? Was? Die liegt jetzt auf dem Boden und Erdgewebe ist da. Deswegen sind wir auch vor Ort. Okay, dann erklärt sich jetzt einiges. Deswegen frage ich Sie, ob Sie da was mitbekommen haben. Nein, habe ich leider nicht. Geben Sie bitte den Kollegen. Laut Abfrage ist der Nachbar nicht polizeibekannt. Die Melderin erinnert sich indes wieder an den Namen des Noch-Ehemannes. Michael Smolik bittet die Wache um Informationen über ihn. Noch während das Ergebnis aussteht, stoßen die Beamten im Garten auf ein Indiz, das den Verdacht auf den Anlieger lenkt. Ich weiß von der Maske nichts. Ja, sie will ich ja noch nicht mal zur Fasnacht anziehen. Auch nur so hässlich. Ja. Nein, also es tut mir leid. Also ich finde es sehr komisch. Hier jetzt zerschnittene Hand, dann ihr Verhalten, nervöses Verhalten, dann die Maske hier. Ja. Okay, also wir werden Sie auf jeden Fall mitnehmen zu dieser Stelle. Für die weitere Befragung. Ich habe nichts zu Schulden kommen lassen. Es tut mir leid. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt mit der Polizei zu tun habe. Hören Sie mal dem Kollegen zu. Dafür sind wir ja da, um das zu klären. Ja? Na gut, ja. Sie sind bislang einfach nur Verdächtiger in diesem Fall. Ja? Wir, müssen das, wir sind hier, um das zu klären. Ich werde der Kripo auch Bescheid sagen. Die wird Sie befragen. Ja. Und wir schauen auch gleich mal nach Ihrer Freundin. Das Jugendamt kommt wegen dem Kleinen. Das Polizeiteam muss klären, ob die Maske vom Täter stammt. Doch das Opfer kann sich nicht daran erinnern. Inzwischen informiert die Wache die Beamten über das Strafregister des Noch-Ehemannes. Ja, er versucht euch zu erreichen, habe dabei mal ein bisschen recherchiert. Also dieser Ehemann Mirko Quarz, der ist kein unbeschriebenes Blatt. Ja. Der hat zwei Einstreifen, Anzeigen wegen Körperverletzung unter anderem von der eigenen Frau angezeigt. Alles klar, dann schau mal bitte, dass du den irgendwie kontaktieren kannst und zur Dienststelle holst, notfalls eben mit einer anderen Streife. Also, ja, habe ich mit für euch zur Info. Kollegen vom Jugendamt sind unterwegs zu euch. Ja, klar, perfekt. Dann warten wir noch so lange hier und dann fahren wir zur Dienststelle. Die Ermittlungen wegen dieser schweren Straftat fallen in den Zuständigkeitsbereich der Kriminalpolizei. Boraksu und Dirk Ahrens, beide Kriminaloberkommissare, decken bei der Befragung des verdächtigen Nachbarn auf der Wache Duisburg-Nord schnell ein mutmaßliches Tatmotiv auf. Was für ein Verhältnis haben Sie eigentlich zu Ihrer Nachbarin? Ein etwas angespanntes Verhältnis. Wie gesagt, es geht mir um die Kinder. Ja? Ja. Die machen immer viel Krach und zertreten die Blumen und man pflegt alles. Und klar, ich war auch mal klein, aber dieser Werteverfall in unserer heutigen Gesellschaft, das ist katastrophal. Sie machen mir so ein bisschen den Eindruck, als sind Sie so ein bisschen glücklich darüber, dass Ihre Nachbarin... Ich bin nicht so glücklich, aber nochmal, wie gesagt, ich weiß... Es tut Ihnen auch nicht unbedingt leid, so wie es hier aussieht. Was heißt denn nicht leid? Doch, das habe ich auch gerade gesagt. Ich war schon sehr bestürzt. Und wie gesagt, mir würde im Entferntesten überhaupt nicht einfallen, der Frau etwas anzutun. Ja? Ich schlage keine Frauen. Also ich habe Erziehung genossen. Ja? Also muss man schon dazu sagen. Also ich würde Ihnen empfehlen, um das hier abzukürzen, denn ich möchte auch gerne vielleicht den Rest des Tages noch mal in meinem Garten verbringen, dass Sie einerseits vielleicht mein Blut oder die Spuren hier einfach mal analysieren und dann werden Sie schon sehen, dass ich damit überhaupt nichts zu tun habe. Das werden wir machen. Ich finde es aber erstaunlich, dass Sie das hier beenden. Eigentlich ist es mir immer diejenigen, die das Gespräch beenden. Ja, meinen Sie mir, macht das Spaß hier zu sitzen? Vielleicht deswegen aus der Intensität, dass ich eigentlich hier schnell wieder weg möchte. Ja gut, aber vielleicht haben Sie irgendwelche Hinweise für uns, die uns zum Täter führen könnten. Letztendlich geht es ja um Ihre Nachbarin und haben Sie da kein Interesse, dass der Täter gefunden wird? Ja, selbstverständlich. Deswegen will ich mich ja so schnell wie möglich ausschließen. Und ich habe, Entschuldigung, Ihren Kollegen schon gesagt, ich habe nichts gesehen. Wir brauchen das nicht nochmal wiederholen. Gar nichts gesehen, nichts Ungewöhnliches. Nichts Ungewöhnliches. Ne, während der Fahrt hierher fällt ja einem doch schon mal irgendwie etwas ein, vielleicht? Nein, also nicht in der kurzen Zeit, in der ich im Garten war, nein. Um zu klären, ob der Nachbar der Täter ist, veranlassen die Beamten einen DNA-Abgleich. Währenddessen vernehmen sie den Noch-Ehemann des Opfers, der noch nicht über die Tat informiert wurde. Was ist denn passiert? Mit Ihrer Nochfrau ist was passiert. Was? Was denn? Was ist denn passiert? Wie geht's dir denn? Sie ist im Krankenhaus. Wie im Krankenhaus? Das kann ja nicht sein. Zu Hause überfallen worden. Was? Wie geht's dir? Kann ich zu ihr?
Jetzt noch nicht, jetzt sind sie erstmal bei uns, würde ich sagen. Wie geht's Lennart? Da ist wohl nichts passiert. Glücklicherweise nicht. Glücklicherweise. Aber wir wollten eigentlich Sie mal zu dem möglichen Sachverhalt befragen. Sie sind ja in Trennung. Oder befinden Sie sich in Trennung? Ja. Und Sie, wie uns ja bekannt ist, sind Sie auch nicht der Anstrengendste und haben ja schon, auch schon mal die Hand gehoben gegenüber Ihrer Nochfrau. Okay, das war, kann man so jetzt nicht sagen, das ist schon länger her. Da, okay, da haben wir einen Streit gehabt, aber das war jetzt nicht schlagen. Das war beim Streit, da fiel ein Wort ins andere und da habe ich Sie geschubst. Es ist so, dass wir Beschuldigte, wenn wir sie mit irgendwelchen Straftaten aus vergangenen Zeiten konfrontieren, das oftmals ein bisschen runterspielen, das Ganze. Mein persönlicher Eindruck ist auch, dass sie das selbst ein bisschen verdrängen und es eigentlich gar nicht mehr so wahrhaben wollen. Wo sind Sie denn heute gewesen, den ganzen Tag? Sie sind morgens aufgestanden, um wie viel Uhr? Das war um 8 Uhr. Um 8 Uhr sind Sie aufgestanden? Weiß ich nicht mehr, aber ich war, die letzten 3 Stunden war ich in der Autowerkstatt und habe mit einem Kollegen am Auto. Die letzten 3 Stunden? Und dort waren Sie jetzt? Ja, die letzten 3 Stunden. Als Sie angerufen wurden, sind Sie von der Werkstatt direkt hierher gekommen? Ja. Können Sie auch gerne anrufen, die werden es Ihnen bestätigen. Der Arbeitgeber bestätigt Bora Aksu telefonisch, dass der Noch-Ehemann zur Tatzeit in der Werkstatt gewesen ist. Deshalb gilt es zu klären, mit wem das Opfer noch Probleme hat. Gut, dann kommen wir noch mal auf Sie zu. Vielen Dank erstmal, Sie haben uns weitergeholfen. Vielen Dank. Ja, wiederhören. Es passt soweit. Erstmal alles, die Aussage von dem Herrn. Da heute Morgen. Mit der Arbeitsstelle, ja. Haben Sie irgendeine Idee, jetzt müssen wir ja herausfinden, was mit Ihrer Frau passiert ist. Ja? Haben Sie irgendeine Idee, was da, hat sie einen neuen vielleicht kennengelernt? Oder nicht, dass ich wüsste. Will ihr irgendjemand was Böses aus der Vergangenheit vielleicht? Eigentlich nicht, ne. Sie kommt eigentlich mit allen super klar. Eigentlich hatte gar keine Probleme mit niemandem? Ne, auch. Dann schicken wir den Kollegen auch runter und ich denke, wir fahren dann ins Krankenhaus, oder? Ja, wir müssen uns erstmal die Dame. Okay. Die beiden Befragungen, die haben uns nicht wirklich weitergebracht und deswegen versuchen wir jetzt ins Krankenhaus zu fahren. Sie schien ja nicht ganz bewusstlos gewesen zu sein, als sie heute Morgen von dem Rettungsdienst mitgenommen wurde. Vielleicht geht es ihr jetzt schon ein Stückchen besser und für uns ist natürlich ganz wichtig, dann von ihr direkte Aussagen zu bekommen und Hinweise auf einen Täter mit einem möglichen Motiv. Oh. Was sind da passiert? Kommt sie nochmal mit? Das ist die Eigentümerin, die das Kind auch betreut hat. Ja. Ich wurde gerade attackiert. Jemand mit einer Maske hat mich angefallen. Ich wollte gerade rausgehen zu meiner Freundin ins Krankenhaus, die besuchen. Und ich weiß auch nicht, da kommt einer auf mich zu, bedroht mich und sagt, wo ist deine Freundin hin? Ja, und dann? Ja, er hat auf mich eingeschlagen. Ich hab's ihm gesagt. Ich konnte nicht mehr. Ich hab's ihm gesagt, welchem Krankenhaus sie ist. Wie hat er ausgeschaut oder ausgesehen? Können Sie ihn irgendwie beschreiben? Die Ermittler erfahren, dass der Täter am Arm ein tätowiertes Wappen hat. Während der Ehemann die Wache verlässt, verdichten sich die Hinweise, dass das Opfer noch immer in Gefahr schwebt. Wann war das jetzt genau? Entschuldigung, vor ca. 20 Minuten. Dann ich habe Angst. Können wir die anderen zwei ja schon mal ausschließen zumindest. Ja. Und wenn Sie ihn wiedersehen, würden Sie ihn wiedererkennen? Ja. Sicher? Ja. Ich würde vorschlagen, wir fahren mal ins Krankenhaus, weil wenn sie wissen wollte, wo ihre Freundin ist, dann glaube ich, dass er sie dort besuchen möchte. Okay, deswegen verlegen wir ein bisschen. Wir nehmen dann Sie mit. Wir verlegen ein bisschen zügig dahin. Sie fahren mit uns mit. Die Kripo-Kommissare lassen sich von der Geschädigten begleiten, damit sie den Täter identifizieren kann. Das Krankenhaus liegt nur wenige Fahrminuten entfernt im Stadtteil Hamborn. Noch auf dem Weg dorthin wird klar, das Opfer schwebt in allergrößter Gefahr. So, dann gucken wir mal, was ihre Freundin, sofern sie denn ansprechbar ist, sagt zu dem Ganzen. Ja. Dann können wir mal gucken, oder? Oh, was ist das? Das ist Franziska. Was? Da das hinten, ist eben gerade die? Ja. Das ist sie? Ja. Okay. Sie bleiben bitte im Fahrzeug sitzen. Bleiben Sie in dem Rollstuhl was? Ja. Pass auf, dann. Hey, das ist sie doch. Das ist sie auch. Meinst du, der gehört dazu? Ruf den Michi an! Sag dem Michi Bescheid! Michi, unser Opfer wird vermutlich in einen weißen Transporter reingezerrt. Der kommt euch entgegen, macht da vorne mal die Straße zu, damit er nicht abhaut. Hey! Stehen bleiben! Hey! 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 Ding!
gewesen. Okay, komm. Aus Gründen der Eigensicherung legen die Polizisten den Tätern Handfesseln an. Zunächst haben sie keine Kenntnis über deren Identität. Doch nur wenig später enttarnen sie einen alten Bekannten. Stefan, unser Wagen steht noch drüben. Kannst du ihn gerade mal holen? Ja, ich kann ihn holen. Ja. Michi, wen hast du denn da? Das sehen wir gleich. Naja. Ist das nicht der Ehemann von ihr? Ja. Das gibt's doch gar nicht. Was haben Sie jetzt hiermit zu tun? Ja, ich habe Kohle gekriegt. Von wem? Von ihm. Von ihm? Ja. Und Sie? Hallo, reden Sie mal. Jetzt packen Sie aus. Ich meine Frau, ich wollte Sie so zurückhaben. Sie wollten Sie so zurückhaben? Ist das Ihr Ernst? Ja, und sind Sie, haben doch alle Tassen im Schrank, dass Sie für Geld so ein Mist hier abziehen, oder was? Tja. Da sind Sie haben auch gar keine Reue, oder? Alter, das gibt's doch gar nicht. Sie wollten null. Ja, dann sind Sie heute Morgen also doch nicht auf der Arbeit gewesen. Doch. Aber? Ich habe mich abgeseilt, kurz. Sie haben sich kurz abgeseilt? Ja, nach der ersten Befragung konnten wir jetzt so ein bisschen heraushören, dass der Ex-Mann wohl einen Freund, einen Bekannten damit beauftragt hat, seine Ex-Frau zu entführen, weil er wohl sie immer noch liebt und sie zurückhaben möchte. Aber das ist ganz klar der absolut falsche Weg dafür, eine Frau zurückzugewinnen. Schau mal, Michi, hier haben wir auch das Tattoo. Tut mir leid. Was beschrieben wurde, oder? Ja, ja. Tut dir leid? Guck, was du mir angetan hast. Es tut mir leid, ich liebe dich. Liebe? Du bist so bescheuert. Naja, gut, okay, ich glaube. Das müssen wir genau vernehmen jetzt. Ja. Pack dir am besten mal ins Auto. Die Opfer haben die Angriffe gut überstanden. Die Ermittlungen zeigen, dass der Freund des Noch-Ehemanns dessen Frau überfallen hat. Nach der Tat sollte er sie zu ihrem Ex bringen. Doch als die Freundin des Opfers auftauchte, haute er ab. Der Täter muss sich wegen Körperverletzung und Freiheitsberaubung verantworten. Sein Auftraggeber wegen Anstiftung zu den Straftaten und Freiheitsberaubung.